Willkommen hier Silverstone zu unserer Reference 23, meine Teamkarriere mit Audi. In unserer ersten Season, wir fahren jetzt auf Schwierigkeit 94 und das wird sich heute auf jeden Fall auf unser Ergebnis auswirken. Hier im wunderbaren Silverstone. Ich muss wirklich sagen, die Strecke ist toll. Sie ist jedes Mal immer genial und ja, nächste Woche geht auch die richtige Formel 1 hier ja an diese wunderbare Strecke. 5,8 Kilometer, 18 Kurven und ja, 2 DS-Zonen machen hier eigentlich eine ziemlich brauchbare, überholbare Kurve. Mit diesen neuen Generation Autos, glaube ich, kann man auch besser im Cops Corner fahren. Diesmal auch ohne größere Setups-Änderungen Full nehmen. Jetzt geht's hier mal los aus der letzten Kurve raus. Rechts das futuristische Boxen-Center, keine Ahnung, wie man sagen will. Abonniert gerne den Channel, kostenlos, dass ihr kein Video mehr verpasst. Lasst doch unbedingt gerne Daumen rum da, falls euch meine Videos gefallen. Und schaut auch gerne auf Instagram, iTunes-Gaming und auch gerne auf TikTok auf It's-Tobi vorbei. Macht die 13k voll, wir sind jetzt 12.500, also das freut mich sehr. Und links Male und Ender. Jetzt geht's los hier aus dem ersten Sektor raus. Wir sind ja auf einem mittelmäßigen 9. Platz. Finde ich aber überraschend gut eigentlich, für das, dass wir auf 94. Oh, da hatte ich einen Schnitzer drin. Viel zu spät auf der Bremse. Das lässt sich dann auch direkt oben links sehen. Also da gehen wir direkt drauf auf 14, 15. Da kommt der Exit, war nicht so gut. Aber habt ihr es gesehen, in die Kurve rein konnten wir richtig viele Plätze gut machen. Ist der 12. Platz und das wäre immer noch eine mega Überraschung, denn wie gesagt, das ist eine hohe Schwierigkeit und das haben sich auch viele von euch aufgeregt, dass wir zu einfach bzw. auch zu easy hier Punkte holen, auch wenn ich das jetzt ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Aber egal, deswegen habe ich mir gedacht, wir werden die Schwierigkeit drauf drehen. Es war dann wirklich auch teilweise zu lächerlich, ein Podium zu holen, finde ich dann schon auch lächerlich. Eine Sekunde sind wir langsamer, also viel geändert hat sich nicht. 14. Platz, jetzt geht's hier Stowe, hier hatte mal Michael Schumacher einen schweren Unfall und hat sich beide Beine gebrochen und dann ab in die letzten 3 Kurven. Die linke, rechts neige ich immer dazu, ein bisschen zu schneiden, haben sie mir jetzt aber ein bisschen vermisst, denn da haben sie so einen Sausage Curb hingemacht und dann lernst du das Fliegen, also das ist nicht mehr möglich. Gucken wir uns mal die Startaufstellung an, P13 ordentlich. Eine Reise wert. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. George Russell war im gestrigen Qualifying sehr gut und startet das heutige Rennen von der Pole. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom 2. Platz. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Leclerc, Perez, Verstappen, Fernando Alonso, Norris, Gasly, Joe, Stroll, Bottas, der Wissenschaftler, Ocon, Albon, Tsunoda, Oscar Piastri, Hülkenberg, Sargent, De Vries, Doohan und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Jack Doohan, vielleicht das letzte Mal, denn nach diesen Rennen werden wir, ja, dann Fahrer wechseln dürfen. Unser Start war hier gut, wir kommen besser als Valtteri weg, auch besser als Lance, das wundert mich immer wieder, wie der immer noch bei Aston Martin fahren darf. Guckt euch das mal an, wir starten hier for real auf Schwierigkeit 94, weil es mir auch manche nicht geglaubt haben, und Traktionskontrollmittel, ja, da gibt es einen Wheelbang mit Guan Yu Zhou, ich weiß, das war eher semi-gut, aber was willst du auch machen, es ist die erste Kurve, fährt man halt Full Speed und da geht auch nicht viel. Ja, Lando Norris und Pierre Gasly hier ein bisschen im Fight. 18 Runden hört sich manchmal nicht viel an, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Runde knapp 1,30 dauert, also es ist schon okay. Ich probiere auch immer in den ersten 1-2 Runden näher dran zu bleiben, denn wir kennen Gasly und Norris. Das sind halt einfach, ja, ich wollte da vielleicht innen waren, das war eher so semi-gut. Da habe ich viel zu wenig Platz, zu wenig Schwung und da ist Guan Yu schon dran. Da merkt man halt dann schon, dass die KI doch ein bisschen schwieriger ist, aber mir ist irgendwie aufgefallen, boah, da komme ich viel zu weit raus. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die aktuelle KI, beziehungsweise im aktuellen Game, da sowieso ein bisschen, ja, da ist, es ist zu einfach, wisst ihr, was ich meine? Gerade in der ersten Runde kommt es mir so vor, als ob die KI, ja, schlafen würde. Die sind dann schon unfassbar schnell, also versteh mich nicht falsch, aber gerade so die ersten die erste Runde generell, aber auch überhaupt die ersten 2 bis 5 Kurven, ist die KI so schlaff, wie wenn die auf 20 oder so eingestellt wären. Da kannst du einfach so viele Plätze gut machen. Also das Qualifying ist kaum nötig. Purple im letzten Sektor, das wundert mich aber, weil gerade der letzte ist eher nicht für unser Auto noch ausgelegt. Wir haben ja
Ich habe eher den Fokus auf den Antrieb und auf Strapazierfähigkeit gelegt. Und ja, das sieht man dann auch. Denn in manchen Kurven sind wir unfassbar blockig. Ich weiß natürlich, man kann das mit dem Setup teilweise hinbiegen, aber man merkt das trotzdem. Jetzt sind wir aber immerhin hier an Gasly dran. Also an Gasly. Nein, ihr wisst, was ich meine. Wir sind hier an Gasly dran. Wir gehen hier eine andere Linie. Vielleicht können wir was machen. Aber jetzt gucken wir uns mal den Start an. Hier startet... Ist das George Russell von der Pole? Das ist sehr unrealistisch, aber der hat einen eher semi-guten Start, denn es ist direkt, ja, der Ferrari vorbei. Ich weiß nicht genau, wer es ist, das geht mir einfach zu schnell. Da sind wir und da wollte ich auch irgendwie reingehen, das war mir aber auch zu gefährlich, denn wenn sich da zwei streiten, freut sich im besten Fall der Dritte, aber in meinem Fall wollte sich der Dritte hier nicht das Auto beschädigen. Falls ihr wisst, was ich meine, es ist mir einfach zu haarig gewesen. Hier sind wir jetzt nur an Gasly dran und Max Verstappen und Lewis Hamilton, guckt gerne auf mich. Hier, so macht man das. Natürlich, ich war jetzt nicht ganz so, es war nicht 1:1 das Szenario. Ihr wisst, was ich meine. So macht man das also in Cobb's Corner. Und ich finde, das war eigentlich ziemlich gut. Das Ding ist halt, die meiste Zeit verliere ich hier, Exit hier und generell auf dieser Geraden, weil es eben auch noch ja, mit DRS geht und das wird wirklich Horror werden, das ganze Rennen lang. Es sind zwar nur 16 Runden, also 16 mal diese Geraden, trotzdem, die Gegner pirschen sich hier an, Stowe sind sie schneller und dann geht es dann in die letzte Kurve rein, wo sie dann natürlich reinbremsen können. Lewis hier, aktuell mit der schnellsten Rennrunde. Ich glaube, dass die auch beide das Rennen anführen. Wir sind immer noch im Kreuzfeuer von Pierre Gasly, konnten aber bis jetzt jeden Angriff abwehren. Das, oder halt generell, ich benutze halt jetzt das ERS so unter die Kuh mäßig aus den Kurven raus und dann wieder abbrechen, also dass ich nur diesen paar Meter mehr habe aus den Kurven raus. Ich weiß sowieso, dass Norris und Alonso keine Option sind und dass ich sowieso eher generell immer gegen die Alpine wie gegen die McLaren kämpfe. Also werde ich es gar nicht erst versuchen, irgendwie Norris da aufzuholen oder so, weil ich es eh nicht schaffe. Also das Auto ist noch viel zu schwach. Ich denke mal auch, dass der Alpine so all in all natürlich um die Ecke schneller ist wie wir. Aber das Gute ist, dass Lance Stroll einfach nicht den Aston Martin beherrscht. Und das ist auch in echt so, aber auch im Spiel. Also im echt war es eigentlich ziemlich gut jetzt im Spielwerk, aber im Spiel ist es wirklich, da haben sie ihn so grottenschlecht gemacht. Der versemmelt jeden Start und das ist halt auch einfach ein bisschen traurig. Ja, aber jetzt gehen wir hier zurück zum Rennen. Lando Norris kann hier mit 2,4 Sekunden weg und jetzt hier wäre Stroll vorbei, aber ich tue mir das Ganze nicht an. Wir gehen früher rein. Ich war sowieso mein Plan, ein bisschen früher reingehen, weiße Reifen nehmen. Dachte mir aber dann doch, vielleicht die gelben oder doch die weißen. Es ist immer so ein bisschen eine 50-50 Chance, denn die weißen sind jetzt nicht mehr viel langsamer wie die gelben, aber die gelben, wohl 11 Runden, nein, da müssen wir eigentlich auf gelb gehen. Und ja, die gelben Reifen sind aktuell, würde ich mal sagen, eher so, die halten von der Dauer her nicht mal mehr. Der rote und der gelbe sind fast gleich auf mit der Lebensdauer. Das ist ein bisschen Manko, würde ich sagen. Und der weiße ist jetzt eigentlich von der Lebensdauer her wie der gelbe im letzten Jahr. Und da also eigentlich ist es nur, er verbraucht halt am Anfang weniger Prozent und zum Schluss. Aber so all in all verbraucht man, glaube ich. Ich finde, der gelbe und der rote, ich meine, der weiße hält ein bisschen länger, aber der gelbe und der rote sind jetzt von der Lebensdauer her nicht viel um. Also wirklich. Also, wie seht ihr das? Ich bin da wirklich eher enttäuscht, dass der gelbe so viel schlechter gemacht worden ist als wie letztes Jahr. Die ersten sind in der Box, oder? Nein, sind sie noch nicht. Aber wir sind jetzt hier mit der ersten Runde durch, können auch schön auf Dohan aufholen, der leider wieder auf dem vorletzten Platz ist, aber natürlich ohne Boxenstopp. Also es ist halt schwierig. Ich glaube auch Silverstone ist jetzt nicht eine Strecke, die ich priorisiert hätte. Wir sind hier einfach nicht die Meter. Es ist halt auch, wie gesagt, eine Strecke, wo du auch ein unfassbar schnelles Auto brauchst. Man sieht den Mercedes vergangene Season, oder halt vor 18, 19, 20. Jetzt auch der Red Bull natürlich mit diesem überpowerten Auto. Und da brauchst du auch ein Auto. Jetzt sind aber die ersten in der Box. Lando Norris kommt hier easy vor uns raus. Also das war mir auch klar. Trotzdem konnten wir, glaube ich, den Abstand halten. Also es sind circa 2,45 Sekunden waren es. Das sind sie jetzt auch. Und wir haben auch die gleichen Reifen. Paris mit dem Weißen wird trotzdem weltenschneller sein wie wir. Gucken wir uns hier mal die Start-Replay oder halt hier die Replay an.
Und da war schon mal das erste Mal. Lance Stroll hat hier schon mal gesagt, hey ho, ich will vorbei. Da konnte ich ihn aber noch bisschen in Zaum halten und dann sind wir halt in die Box abgebogen. Hier ist wieder Lance Stroll, diesmal mit dem weißen Reifen. Da geht er außen vorbei und jetzt geht's in ein unfassbar knappes Ende. Denn es ist ein Dreikampf geworden. Hier um diesen 9. Platz. Wir müssen hier richtig kämpfen mit Lance Stroll. Da machen wir aber mal zu. Es war genug Platz noch da, aber es war trotzdem sehr eng. 15. haben wir uns jetzt hier erfahren. Es wird trotzdem verdammt knapp werden, Leute. Wir müssen es hier irgendwie in vorne bleiben. Denn wenn Ocon auch noch durchschlüpft, verlieren wir unsere Punkte. Es wären immerhin 2 Punkte, die wichtig sind. Denn ich weiß genau, jetzt kommt da noch Rennen, die mir nicht so liegen. Persönlich, aber auch das Auto. Ungarn zum Beispiel. Du brauchst in Ungarn wirklich so viel Konstanz und so viel Vertrauen in dein Auto. Und das habe ich halt eben einfach noch nicht. Und ja, trotzdem. 11,1 Sekunden sind wir von Jack Doohan weg. Das ist okay. Also würde ich mal sagen, ist jetzt nicht so wenig, so viel. Hier hebe ich mir auch das ES komplett auf, denn ich weiß genau, die eine Stelle oder beziehungsweise hier die eine Ecke, wo Lance Stroll hundertprozentig angreifen, aber auch vorbeikommen werden. Und das ist dann zwischen Chapel und, ja, genau diese Stelle hier. Zwischen Chapel. Boah, das war knapp, aber ich habe da echt schnell zurückgezogen. Und dann wurde es hier ganz schnell zum Dreikampf. Und hier ist dann innen, ja, da bin ich auch weit. Da ist aber auch Ocon weit gegangen. Und hier, oder Gasly, keine Ahnung, es war Gasly. Das schöne Zeitlupenstudie bringt aber alles nichts, weil wir verdammt langsam sind. Wie gesagt, hinter Chapel, also nach Chapel und vor Stowe, diese geraden, und ja, circa so ab der Hälfte, da weiß ich halt, du musst hier wirklich alles geben. Und das wird unfassbar schwierig. Hier 17. Runde dann, das war jetzt das von vorhin, da wollte ich noch einmal abdecken, aber da war mir auch klar, das wird nicht ganz reichen für Lance Stroll, denn er ist viel zu spät hier dran gekommen, vielleicht sein Exit auch nicht hundertprozentig gut, hat es aber dann trotzdem irgendwie geschafft, rumzukommen. Liegt vermutlich auch, dass jetzt sein weißer Reifen natürlich noch ein bisschen mehr Leben hat als mein gelber. Trotzdem, boah, guckt euch mal an, wie dreckig dieses Auto ist. Aber jetzt sehen wir uns in der letzten Runde wieder, beziehungsweise im letzten Eck. George Russell ist schon im Ziel, der hat sich durchgesetzt, der eine Brite. Links ist Stroll, rechts ist keiner mehr. Und jetzt müssen wir wieder ein Manöver wagen, sonst ist der 9. Platz futsch, Leute. Hier noch einmal reinbremsen. Boah, spät, ganz, ganz spät rein. Mit dem hat, glaube ich, Lance Stroll nicht ganz gerechnet. Jetzt wird er noch den Platz gegen Esteban Ocon verlieren, der Arme. Und jetzt sind auch jetzt ist er wieder durch. Und das ist, boah, wie eng und knapp war das bitte. Das sind 2 Punkte. Ich fühle mich, als ob ich hier gegen den Weltmeister und den Weltmeistertitel gefahren wäre. Obwohl es eigentlich nur der 2. Platz, der 9. Platz ist. 2 Punkte. Ist eigentlich sehr wichtig. Ein reiches und denkwürdiges Rennen hier in Silverstone und ein beeindruckender Sieg. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein absolut verdienter Sieg für Mercedes. Nur das Podium, 2 Briten und ein Monegasse. Sehr interessant. Ein 27,9, also der war ja 1,5 Sekunden schneller. Jack Doohan auch 20. auch gut. Und von der schnellsten Rennrunde her war da gar nicht so viel um. Also 6, na okay, es waren mehr. 7, okay, 4. Das ist, ja, okay. 1,4, das ist, ja, trotzdem würde ich sagen, Jack hat eine okay erste Season-Hälfte gefahren. Ob wir ihn behalten,
bin ich mir nicht ganz sicher, denn es gibt bessere und ich habe ehrlich gesagt ihn nur genommen, weil wir noch kein Geld hatten. Und ja, das ist trotzdem gut. Die 2 Punkte nehmen wir mit und wir sind immerhin hier mit 69 Punkten in der Weltmeisterschaft auch sehr toll, auch sehr gut unterwegs. Fernando Alonso 7. geworden, wieder gut. Endposition, das war mir jetzt auch klar, dass wir gegen George Russell die Rivalität nicht gewinnen. Aber ich weiß auch nicht genau, warum ich da immer diese Hardcore-Idioten bekomme. Ich meine, wir hatten nie einen Sieg, wir hatten 2 Podien insgesamt. Und ich bekomme da George Russell, der gefühlt mit seinem Auto um jeden mir das Podium fahren kann. Das ist halt, ja. Die 3 Punkte, das wird jetzt auch immer wieder schwieriger, denn es ist wirklich unfassbar schwierig, immer den 8. Platz zu erreichen. Ihr habt es heute gesehen, das ist nicht gegangen und jetzt sind wir hier in der Fahrerwertung. Und mein erster Gedanke war Oscar Piastri, er ist ein toller Fahrer. Er hat eine mega gute erste Saisonhälfte gefahren. Also wirklich, er ist auf Augenhöhe, teilweise wie Lando Norris und deswegen muss ich ihn mitnehmen. Wir nehmen auch immer wieder ein bisschen Größeres, haben mir auch ein bisschen Geld angespart, dass wir hier mit ihm fahren. Er hat zwar nur ein 75er Rating, aber es hat gereicht. Oscar Piastri ist unser neuer Teamkollege oder Zweitfahrer. Das gefällt mir natürlich sehr. Er ist ein toller Fahrer und ich glaube, ja, man kann zu Recht sagen, er hat das verdient, bei McLaren zu fahren. Jetzt unterstrich Tobi, schaut gerne auf TikTok vorbei, macht die 13k voll. Falls ihr noch nicht folgt, alle Links immer alle unten in der Bio. Und falls euch meine Videos gefallen oder gefallen haben, lasst gerne einen Daumen da und abonniert gerne kostenlos den Channel. Ich freue mich, morgen oder übermorgen geht es dann weiter, aber später natürlich auch auf TikTok.